Hi, heute mal von drin. Das wird eine Videoantwort für den Kanal Walking Eddie. Hallo lieber Carsten, herzlichen Glückwunsch zu momentan 518 Abonnenten. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass es noch viele mehr werden. Du hast uns ja gebeten, dir eine Videoantwort zu machen, was wir gerne lesen, beziehungsweise was wir auch zurzeit lesen. Wie du sicherlich siehst auf dem Video, ich sitze vor meinen Bücherschränken. Da ist einiges an Büchern drin. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich sie alle gelesen habe. Viele dieser Bücher habe ich auch nur auszugsweise gelesen. Gerade bei Sachbüchern lese ich oft nur die Kapitel, die mich aktuell interessieren. Bei Romanen, wenn die mich ansprechen, lese ich sie durch, auch mal in einem Zug. Manchmal fange ich auch einen Roman an. Und wenn es dann irgendwie langweilig wird oder ich mich irgendwie nicht anspricht, lege ich ihn weg und lese ihn dann vielleicht im halben Jahr weiter. Das ist immer ganz unterschiedlich. Wenn ich im Auto bin, höre ich sehr gern Hörbücher. Da habe ich jetzt zuletzt gehört von Alex Pethoff, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die Chroniken von Siala. Da geht es zum Beispiel um einen Meisterdieb, der einen Auftrag unterschreibt und den praktisch dann erfüllen muss. Ansonsten gibt es halt irgendeine Strafe. Und je nach erfüllten Auftrag wird er natürlich bezahlt. Und die Aufträge, die er erhält, werden immer größer und immer spektakulärer. Und er muss sich dann praktisch durch dieses ganze Land schlagen, auch durch Wälder und dann auch einen Auftrag für den König erledigen. Also das ist recht interessant. Wenn man so ein bisschen auf Fantasy- und Abenteuerromane steht, ist das Buch nicht schlecht. Ansonsten lesen tue ich gerade, was zu dieser Jahreszeit eigentlich ganz gut passt. Das habe ich auch schon mal gelesen. Das ist von Wilhelm Heger, Geistergeschichten und Sagen. Ich hebe es euch gerade mal in die Kamera. Hier sieht man praktisch unsere Burg. Also das Buch ist sehr regional. Da ist das alte Rathaus von meinem Wohnort und es ist halt recht interessant, wenn man mal ein Buch liest, was wirklich so vor Ort, wo man lebt und wohnt, spielt und da auch mal sieht, was es da alles für Sagen und auch Geistererscheinungen angeblich gegeben hat, gerade wenn man teilweise auch die Orte kennt. Manche bin ich auch schon abgewandert. Manche nehme ich mir jetzt dann wahrscheinlich, wenn ich das Buch gelesen habe, auch wieder vor, noch zu erforschen. Vielleicht gibt es dann auch noch den einen oder anderen Film wieder von mir. Ja, das soll es von mir aus gewesen sein. Ich meine, über Bücher kann man stundenlang reden. Da gibt es einfach so viel. Ich finde es faszinierend. Oft komme ich leider nicht dazu. Und wenn ich abends heimkomme und einen halben Tag am PC saß und da viel lesen musste, dann ist man oft halt abends auch geschlaucht und dann greife ich immer öfter auch gern zu einem Hörbuch, weil man kann es einfach einschalten, man kann es überall mitnehmen und das erleichtert auch vieles. Und gerade auch, wenn die Augen müde sind oder ich mittlerweile zum Lesen auch oft eine Lesebrille brauche, da ist ein Hörbuch ganz angenehm. Also in diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Kanal weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg dir persönlich, viel Kraft und Gesundheit. Und viel Spaß beim Filmen. Und ich sage dann bis bald im Wald. Tschüss!